So schön, dass du da bist. Heute spreche ich voller Trauer zu dir, voller tiefer Erkenntnisse. Ich danke dir jetzt schon für deine Wertschätzung und deine Zeit, die du mir schenkst. Was das Abschiednehmen mich lehrt, ist vollkommen im Hier und Jetzt zu sein. Das Vergangene loszulassen und die Dunkelheit vergeht irgendwann und das Licht wird am Ende immer siegen. Ja, was uns im Leben bleibt, sind unsere eigenen Erfahrungen. Alles andere können wir nicht mitnehmen. So begleiten uns Gegenstände und materielle Dinge eine Zeit lang, gehen dann fort und finden neue Besitzerinnen. So durfte ich dieses Jahr die Erfahrung des Erfolgs machen, also was für mich Erfolg bedeutet und ist. Aber auch die Erfahrung des Schmerzes. Ich denke, die Erfahrung, die wir alle kennen. Und ja, ach, wie weh es tut. Es ist, als würde jemand ein Loch in das eigene Herz schneiden. Es entsteht eine Leere und der Fall in die Dunkelheit. Hier hilft nur das eigene Vertrauen in das Leben, dass alles schaffbar ist und auch alles seine Zeit hat. Alles geht vorüber. Alles ist vergänglich und jeder Moment noch so kostbar. Doch auch wenn wir das wissen und wenn ich das weiß, tappe ich immer wieder in die Falle der Unwertschätzung und in das Tal des Jammerns, in das Tal des Opferspielens. Es ist wie ein Ping-Pong-Spiel. Es wirft mich hin und her und es kostet mich Kraft, mich immer wieder für das Positive und für das Licht und letztendlich für das Leben zu entscheiden. Meinen ganzen Mut darf ich hier aufbringen, mich immer neu für das Leben zu entscheiden, für diesen Moment, für all das Gute, was in jedem von uns steckt. Für die Liebe, für das Vertrauen, für das Geführtwerden im Leben. Für das Annehmen der Polarität, für die Freude und für die Trauer. Für den Mut, aber auch für die Angst. All das sind unsere Erfahrungen. Aber wichtig ist doch nur, wie entscheide ich mich? Wie möchte ich jetzt mit dem Thema des Abschieds umgehen oder mit überhaupt den Themen, die uns immer wieder begegnen im Leben? Wie möchte ich damit umgehen? Wie blicke ich auf all die Dinge? So habe ich einmal das Zitat von Tony Robbins gehört: Das Leben passiert immer für uns, nicht gegen uns. Und ja, ach, wie wahr das ist. Und doch fällt es mir manchmal schwer, all die Verantwortung für diese Tragweite zu übernehmen. Liebste Mutter, ich denke an dich und weiß, du wolltest, dass ich lebe und ein gutes Leben habe. So lebe ich weiter für all meine Ahnen, für meinen Vater, für meine Mutter und für mein Selbst. Nimm all die Kraft, die ich habe, um mich mit lieben Menschen zusammenzutun
und dem nachzugehen, wonach mein Herz sich sehnt. Und es sehnt sich nach der Wahrheit, nach meiner Wahrheit, denn diese macht mich letztendlich noch freier. Nur diese trägt mich im Leben und nur diese lässt mich verbunden fühlen mit allem, was ist. Nur diese Wahrheit schenkt mir die Kraft für all meine Taten. Und so wünsche ich auch dir von ganzem Herzen, dass du deine eigene Wahrheit findest für dein Leben und für all das, was dich ausmacht. Ich wünsche dir von Herzen das Beste. Lebe das Leben so, dass es für dich stimmig ist. Mache keine Kompromisse, die dir nicht gut tun. Lebe so, als wär's immer der kostbarste Augenblick. Und trau dich, in all deinen Facetten zu dir zu stehen, zu deinen Taten und zu deinen Worten. Nimm dich und dein Herz ernst und lebe in all deiner Fülle, Kraft und Schönheit. Danke für dein Ohr, danke für deine Zeit. Bis bald, deine Zita.